Weil ich muss zurück zur Base. Oder was brauchen wir noch im Nether? Ich sterb passiert. Es leckt so hart! Es ist insane! Moin Freunde und herzlich willkommen zu dem neuen Video. Teil 2 von den Minecraft Twitch Rivals. Ihr seht immer noch um das Sub-Goal. Nicht wundern, wenn das die nächsten Videos immer auf demselben Stand sind wird. Diese Intros nehme ich immer professionell im Voraus auf, wie ihr mich kennt. Jetzt der zweite Teil von Minecraft Twitch Rivals, dem Grand Finale. Letztes Mal haben wir gesehen, wir hatten ein bisschen Pech, aber maybe können wir den Sieg noch holen. Das Ganze wurde in zwei Teile geteilt, weil es ein sehr, sehr langes Video gewesen wäre sonst. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich habe ein Mycelium gefunden. Basti, wenn der Fletcher nicht mehr tradet, er klopft, aber es kommt kein Trade mehr. Was mach ich denn? Ja. Oh mein Gott, wieso ist das so teuer? Hat den wer geschlagen? Mach mehrere Fletcher, das ist die 1,16. Oh der wird teurer nach dem zweiten Trade. Okay. Die anderen, die im End sind, die müssen eine Elytra finden und wir müssten eigentlich nur das Dragon Breath sammeln. Fürs dann Bingo, oder was? Ja. Wir sind erste da die Bingo ersten unten. Aber es gibt schon jemanden, glaube ich, der das First Bingo hat. Ja, das ist eh schon. Also aber wir brauchen quasi nicht die Elytra fürs First Bingo. Ja, es geht jetzt einfach. Ja, also auch wenn. Ja, trotzdem gibt's. Was ist, sobald die Fletcher teuer werden, auf die Pfeifen oder was? Ich würde trotzdem einfach so lange mit den Traden jeden Tag. Wir brauchen einfach Unmengen an Holz, weil eben in der 1,16 einfach so teuer ist, wenn du eben über Sticks rangehst. Real Talk hat sich Gold Traden mehr ausgezahlt, glaube ich. 20, 8, 12 oder 12, 8? Basti, 12, 8. 20, ne? 12, 8. Wenn du Gold hast, dann. Habe ich nicht, habe ich nicht. So, es ist ein Ärmel und gibt keine Pfandflaschen. Ja, man darf es nie sagen. Aber er gibt keine Pfandflaschen. Ja, die zweiten werden die ersten sein. Ich habe Perlen, ich habe gar keine Emeralds mehr. Ich muss nochmal 6 Holz fahren. Villager resetten jeden Tag, ne, Basti? Also die Preise? An sich ja. Um 12. So, hast du noch Equip für mich, Basti, irgendwas? Ich habe Dierschwert oder soll ich mir einfach alles selber machen mit dem Zeug, was ich mach den, Dierschwert, ich gebe dir mal hier. Ich kann dir halt einen Stack Pfeile geben. Essen brauchst du nicht mehr, oder? Nein, Essen habe ich genug. Dann denk an hier nochmal ein Eisen für ein Schild. Hat jemand eine Übersicht von allen Tränken, die wir brauchen? Also, weil ich jetzt. Ich habe eine Übersicht, ja. Ich habe jetzt alles vorbereitet für einen Schwächetrank. Also, ich habe die Sachen hier. Eigentlich könnte ich jetzt schon losgehen und Netherite farmen. Eigentlich, also, ich könnte es eigentlich auch machen jetzt. Ja. Dann mache ich das. Ich hole mir mal Betten und fahr mal lieber. Wenig, hast du noch 2 Eisen über für eine Schere? Ja, Schere ist auch hier drinnen. In einer von den Kisten. So, ja, ganz kurz, Basti. Brauche ich irgendwas mit noch? Ich habe ein paar Blöcke sollte ich mitnehmen. Hast du ein paar Blöcke? Netherrack oder so? Ja, habe ich. Also Rüstung nicht, aber ich habe halt den Rest verzaubert. Nee, Blöcke habe ich kaum. Soll ich Rüstung kurz? Ja, ich verzauber Rüstung. Oh, scheiß drauf. Gut. Ich habe meine Tools zum Angreifen. Ich habe ein Schild, ich habe einen Kürbis. Enderaugen, genug Essen, Wasser, immer Betten. Mehr brauche ich nicht, ne? Doch, ich brauche jetzt erstmal den Sprungkrafttrank. Was, dann gehe ich mal los. Ja, dann hakt ihr das auch schon ab und alles, also an Kevin. Ja, das wir machen die Liste. Also mit dem OP-Gap haben wir Feuerschutz, Regeneration und Resistenz. Also du kommst zurecht auf jeden Fall. Ja. Also du hast ja... Es wird langsam wieder Nacht, ne? Plus dann essen, wenn alle anderen Effekte schon drin sind. Ja, genau. Erst die Tränke und dann den Apfel. Ja, ich gucke auch, dass ich das Gunpowder dann kriege direkt. Ich hab's hier schon gehört. Wo ist es? Ja, gut, luck. So, Slow Falling haben wir auch. Bra, was ist denn? Entweder ist es über mir oder unter mir? Ja, der ist ja obvious. Ich bin 20 Blöcke hoch und mit dem Obsidian, dass ich mich dann da runter droppe. Oh mein Gott, Alter, ernsthaft. Oh. Ja. Ich place mein Bett hier zu sichern und schlafe hier, oder? Könnt ihr auch schlafen, wenn ihr wollt? Wir können nicht schlafen jetzt, ne? Ja, Leaf. Wie? Ich bin ja, könnt ihr disconnecten? Bin im Nether. Also wir können ich schlafe nicht schon, ich schlafe schon. Oder was ist das Problem? Nein, wir können nicht schlafen. Wieso nicht? Weil ich muss farmen. Ich brauche doch hier Creeper für... Achso. Ja, okay, passt dann. Ist einfach nur mein Respawn-Punkt. Alles gut. Ja, ich habe das Auge jetzt. Wenn wir jetzt gleich kurz schnell das mit Pen machen können, dass wieder Tag ist, dann mache ich das eben schnell fertig mit dem mit den Tränken und dann den Villager und dann kann ich direkt helfen. Okay, top. Ja, ich muss so oder so jetzt noch einmal kurz zurückkommen und dann... Kann ich Pen, wenn Veni im End ist und du im Nether? Ja, andere Dimension. Und Spark, bist du in der... Ich bin Nether. Okay, das heißt, ich kann jetzt einfach mich Pen legen. Ja. Müssen alle gewesen sein, oder? Ah, nein, da ist noch einer. Zack, zack, zack. Magnus Potion. Ja, noch 1:30. So, und da musste dann noch Gunpowder. Jetzt aber. Ich bin dadurch eigentlich sogar ein bisschen schneller. Ja, ich sehe ihn. Und den muss ich jetzt einfach mit einem Weakness Potion abwerfen und dann links, ne? Rechts, genau, pass aber auf, dass du den Weakness nicht vorne an die Wand schmeißt, sondern
Jungs, ich mach mir eine Dia-Spitzhacke, weil ich Obsidian farmen muss. Ist das okay? Ja, ich brauchst du noch mehr Obsidian, Basti? Nee, ich brauche noch ein zweites Portal. Ah, okay. Das okay. Ah, ja, ja. Gut. Deswegen. Bist du bei der Schlucht rausgekommen, Basti, oder bist du... Ich bin richtig rausgekommen, also alles ist richtig verlinkt. Ja, in der Schlucht, wo unser erstes Portal war. Ja, dann wissen wir ja, wo wir hin müssen. Ja, ja. Da runter und dann killen wir den... Nein, also ich habe das Portal, ich habe alles... Meines andere Portal ist auf der richtigen Seite auf jeden Fall, also... Hä? Du sprichst den Rätsel, ja. Mein Sohn. Mann, Junge, ich bin auch ein bisschen... Also, du gehst, ich kann euch zeigen, wo das große Portal ist. Also, 1, 2, 3, 4, 5... Wie kann der uns so ab... Er landet halt nicht. Einfach, ne? Junge, jetzt land ja. Doch. Mach ich direkt hier du hoch. Idiot. Leute, ich kann die Spitzhacke nicht nutzen, ich bin Insta rein. Die mag zwar Insta, das Problem ist aber folgendes. Sie hat kein Unbreaking und ist fast kaputt. Kann ich nicht. Ich riskiere lieber nicht. Full Iron unterzieht mir 6 Herzen, wenn du mich einmal berührt. Kam der Erfolg von dem Villager schon rein? Nee, ne? Nein, das dauert meistens fast einen ganzen Tag, bis er fertig ist zum Kommentieren. 5 bis 10 Minuten oder so dauert das manchmal. Okay, ich mache jetzt den Tränke-Dings. Alles abgecheckt. Hast du eh Weakness nochmal? Du brauchst das ja für dich selber auch. Weakness für dich selber. Ja, ja, das habe ich alles. Kann er bitte landen? Kann ich nicht schlagen. Creeper hat unser Portal unten ausgeschossen. Ich muss es nochmal anzünden jetzt, ne? Nein, das ist Kevin. Er sagt, das Portal. Ja, okay. Also kommen wir da jetzt. Aber wir kommen doch trotzdem am selben Spot raus, oder? Etwa. Bin nicht dabei. Drache tot. Hast du den Drachenatem? Ja, ja. Okay, 15. Boah, der eine ist noch immer gesperrt. Der andere. Ja, die haben gar keinen Bock. Das ist ein richtiger Nichtsgönner. Wo sind denn die Netherite-Scraps, die wir bereits schon haben? Die müssten in der Kiste oben sein. Nein, Blödsinn. Die sind in der Nether-Kiste. Hast du die mitgenommen, Basti? Nein, du bist nicht im Nether getravelt. Bei der Kiste direkt beim Portal direkt die, die Stadtkiste oder was? Ja, genau. So, ich bin jetzt in der End-City. Ja, glaubst du, wenn ich mich rüberstecke hier bei den Enddingern und es laggt und ich falle deswegen runter, dass ich respawn werde? I don't know. Also, könnte sein. Ducks Bug, er soll die Ho machen wegen Bingo? Ja, er ist so oder so, glaube ich. Hab ich vor. Oh, ich habe auch sogar noch die. Haben wir schon ein Bingo? Ja. Safe Call. Eins. Wurde mir gekauft im Chat. Ja, das mit dem unten das, wo wir den Breath sammeln müssen. Das werden wir jetzt haben. Also insgesamt. Wir sind etwas weit hinten. Nee, wir sind insgesamt auf Platz 2. Oh, shit. Also, ich glaube auch, wenn wir Uneasy Lions schaffen, sind wir echt. Ich komme hier nicht weg gerade, weil hier sind so viele Gegner. Okay, wir können die Ender Chest verwenden. Bringen uns jetzt auch nicht mehr so viel, glaube ich. Also, 2,5 Stunden später. Also, wenn ich jetzt auch keine End-City finde, dann tilt ich aber anders aus dem Leben. Ich sag's euch, ne? Ich bin jetzt schon wieder 1500 Blöcke getravelt, hab nichts. Ja, wird schon kommen. Ja, hoffentlich. Boah, sind hier viele Gegner jetzt. Es ist halt super. Willst du dich kurz ausloggen, Penny? Wie gesagt, ich. Ich bin jetzt auch tot. Ey, da kamen so viele Gegner, sorry. Okay, ich bin ausgelockt. Jetzt sind hier 2 Skelette, holy shit. Das ist halt insane of hard. Okay, die töten sich gegenseitig, ich bin durch. Oh, jetzt muss ich mich von oben runterfallen lassen. Aua. Ja, der tötet mich auch. Ja, warte, ich weiß, wo es ist. Ja, wie kriege ich schon hin? Junge, ey. Junge, das ist nicht dein Ernst. Alter, wenn ich jetzt gestorben wäre, wäre ich anders healed gewesen. Was zur Hölle? Ich hab noch einen Netherite, aber hinter Lava, ich muss die irgendwie wegkriegen. Oh mein Gott, Alter. Nein, das war kein Enderman. Weißt du, was gerade passiert ist? Ich hab gerade auf eine andere Insel eine Enderperle geworfen und bin dabei halt gelaufen und gesprungen halt, ne? Und weil es geleckt hat, habe ich mich selbst mit der Enderperle getroffen und wäre fast runtergefallen. Das wäre jetzt echt übel gewesen, wenn das auch noch passiert wäre. Ich hab eine End-City mit Elytra. Oh mein Gott, finally. Ich muss nur rüber. Aber das schaffe ich in der Zeit locker. Aber dann hast du alles aus dem End, ne? Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht sterbe. Das ist nämlich insane, wie viel Damage die Schalker machen. Und ich habe nicht mal Full Iron. Aber ja, wenn ich das jetzt schaffe, habe ich alles aus dem End. Wenn ich kannst du noch ein paar Tiere hier töten, so. Also. Okay, also Portal steht. Alles ist mehr oder weniger ready. Der kann auch nur aus dem jetzt rauskommen, weil das andere ist ja auch noch aktiv, ne? Ne, das andere ist doch deaktiviert. Also das andere ist doch kaputt. Ach, hast du das abgebaut? Achso, nee, kannst du das kaputt machen? Das wäre. Ich habe keine Pickaxe. Kann ich da einen Block einfach reinsetzen? Nee, ne? Ja, du kannst einen Wassereimer oder so. Warte, ich mach das schon. Ich kann die Leute nicht anziehen? True, ja. Ich muss so sterben. Das ist blöd zum Zurückkommen, aber ist egal. Leute, selbst wenn wir beim Bingo gut sind, ist es noch nichts hier gegessen. Wir müssen gucken wegen Resource Race. Auf jeden Fall, aber ich sehe das Resource Race sogar als so Möglichkeit, selbst wenn wir jetzt halt beim Bingo jetzt nicht so gut performen, dass es halt nochmal gut was gibt. By the way, ich habe minimal reingeschissen, aber es ist nicht so schlimm. Ich habe eine Chestplate mit Curse of Binding angezogen, also ich kann die Leute nicht anziehen, aber das ist nicht schlimm. Naja, müssen wir ja nicht, oder? Nein, müssen wir nicht fürs Achievement, aber zum Traveln wäre es halt nice. Hast du wieder Great View von ab hier? Ich bin dabei, das Problem ist, dass die ganze End-City nicht hoch genug ist. Ich muss mir jetzt einen Spot suchen, wo Schalker mich treffen können und wo ich mich hochbauen kann. Das Schiff ist halt auf 93 und ich muss auf 107 kommen, damit es funktioniert. Ihr seid alle im Nether oder weg, oder? Ich kann pennen. Ja, also pennen eigentlich, ja. Ich bin nicht im Nether, aber ich kann disconnecten. Ja. Danke, kannst wieder drauf. Ja, Leute, dass der Gas viele Pickaxe ist klar.
Stark. Bingo. Ich werde das Interview machen, ne? Und dann werde ich morden, dass die 1.16 scheiße ist. Und die sollen bitte bessere Server beim nächsten Mal sich. Ah, ja. Na, ich glaube, ich werde das Event nicht flamen. Alles gut. Ja. So, I am back. Alles klar. Sonst, bug, sonst gehen die Bastion und bauen auch die Goldblöcke ab und trade mit denen noch. Ja, ja. Musst du aufpassen, dass du nicht stirbst, aber du hast equipped. Das soll da gar nicht klar gehen. Du musst den Respawn Anchor, by the way, nicht im Nether chargen. Du kannst den in der Overworld auch chargen. Ja, ist mir ein bisschen heiß. Na, du musst nur 4 Obsidian reintun. Nur dann darfst du es nicht rechts klicken. Wenn du dann rechts klickst, bist du tot. Gut, das kann ich alles da nehmen. Angel? Kissen. Oder wo bist du? Sind da in der Kiste neben dir. Mhm. Lass einfach mal weg vom Portal laufen, ein bisschen, und dann wieder zurücklaufen. Ich bin sehr weit weg, ja. Okay, ja, ich bin auch am Weg gerade, dass ich weggehe. Glaubst du, bringst das, wenn wir beide reloggen? Du könntest mal machen, ich mach's. Alle meine Sachen sind weg. Ah nein, nevermind. What the fuck? Diese Legs! Ich höre einen anderen auf der anderen Seite jetzt. Ich glaub, ja, das war eigentlich optimal, dass er auf dich getriggert war. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Junge, die so zu calculaten, dass sie richtig fliegt, ist halt auch so. Die geht nicht mal so weit runter, glaube ich. Wenn er ganz unten ist, kriegen wir nicht, glaube ich. Ja, okay. Nee, das mag ich. Ich mach's safe. Ich hab ihn, ich hab ihn. Okay. Dann oder ziehen. Ich hab ihn nochmal. Ja. Zieh, er fliegt runter. Hol nochmal. Und er fliegt wieder weg. Die. G-Time, bist du da? Bist du oben? Ja, ich bin da. Rein, könnte vielleicht gleich. Ich muss hier irgendwie auf die Seite. Kannst du mir Blöcke rüberbauen, Basti? Ja. Weil er ist immer von der Brücke hier blockiert. Ja, genau so. Hier kannst du runterdroppen. Kevin, du bist da, ja? Ja, ich stehe. Nein, weg, oh mein Gott! Ich hab ihn! Ja? Kevin, du musst drauf. Ja, Kevin, ja, ja! Kevin! Ich hab geschlagen! Nochmal. Okay. Ja, ich hab draufgehauen! Ist er tot? Der kam durch, ich hab draufgehauen, die Leute haben's gesehen. Was? Ich hab direkt draufgehauen. Er ist aber. Ich weiß nicht, ob der durchs Portal durchgestorben ist. Ihr könnt das sogar bei mir im Stream sehen. Ich hab den gehauen. Oh no, Alter. Der ist rausgekommen, ich hab in dem Moment, wo der rauskam, geschlagen, der war direkt tot. Er war durch. Die Leute schreiben, es kann sein, dass der den Feuerball durchgeschossen hat, durchgeportet ist und sich mit dem getroffen hat. Okay, ich sehe schon, die Beute kommen rausgeflogen. Ja. Ja. Ich stehe direkt neben dem Portal. Wenn er rauskommt, Alter, ich kann ihn direkt hitten. Ja, wir sind. Er kommt gut. Das gibt's nicht, Alter. Das gibt's nicht. Ich hab den ignoriert, bin einfach runter und hab das noch schnell gemacht im Nether. Jetzt despawnt er wieder vor meinen Augen, Alter! Es ist so frech! Mann, es ist so anzunehmen, wir hatten ihn einfach. Okay, Gas, schaffen wir nicht mehr. Hier steht, if any other teams experience issues with uneasy alliance, let us know if the gas goes through the portal, but does not teleport or despawns, we'll spawn it for you at the target overworld portal of your choice. Wait, echt jetzt? Ja, hat er geschrieben. Also wir hatten den noch durch und der ist verschwunden. Ja. Also er ist nicht verschwunden, er ist gestorben halt. Major Diggles ist bei uns. I spawned it for you, okay. Zu cheatern. Oder bist du noch dort? Ich gehe hin. Also ich bin auch am Portal. Hier unten, das war mein gerade. Ich bin woanders rausgekommen! Hä? Warte, ich soll zum Portal, oder was? Ja, ich bin woanders rausgekommen. Hier, bei mir. Ich weiß nicht, ob das hier richtig war. Ich bin da. Oh, jetzt hat hier unten ein Creeper das Portal in der Ruin weggesprungen. Er spawns. Er ist weg. Hä? Ja! Oh mein Gott. In 4 Sekunden noch! In den letzten 4 Sekunden! Was? Holy shit! Sekundenverschluss an Easy Alliance. Müssen wir jetzt zurücklaufen oder TP? Bro, was zum... Oh mein Gott, Alter. Ey, ich hab nochmal... Okay. Wow, und... Alter! Was? Basti! Hä? Was war das denn? Basti ist für die Zeit, dass er nicht vorbereitet. Maybe müssen wir das Resource Race hier starten. Achso, es geht schon. Oh, Lul, Alter. Diamond, Rabbit, Gast hier, Bookshelf, Fire Charge. Fire Charge gehen wir traden, ne? Ich geh direkt in den Nether. Ja, Fire Charge traden, Gast drehen, nice. Und Diamanten gehe ich schon mal. Bookshelf mit einem Labyrinth. Geht das noch in deinen 16? Ja. Okay. Diamond, sind wir jetzt Platz 1 mit 14 Dias? Ja. Ich habe auch theoretisch unten noch Erze, ne? Ich würde noch warten. Also, ich würde die. Also, das dauert 2 Minuten. Du hast auch noch Sachen reingepackt. Ich habe gerade 4 noch reingelegt, genau. Ich baue das Gold in den besten Jahr und trade dann mit den Piglins für Fire Charges, okay? Also, ich habe schon mal 8 Fire Charges und eine Gastrainer. Frage ist, was ich jetzt mache. Soll ich weiter traden wegen den Fire Charges oder was soll ich machen? Ich bin überlegen gerade. Also, ich kann halt noch zu den anderen Bestes. Ich habe jetzt eine Ressource, hol so viel wie du kannst. Ja, oder du hilfst halt jetzt bei Dias oder so. Müssen wir halt abschätzen. Also, bei zum Beispiel Gastrainer ist es halt einfacher als beispielsweise bei Dias oder so. Nein, ich mach einfach netter. Ich laufe einfach durch den Netter. Obwohl, ich habe nicht genug Essen. Ich muss mir mehr Essen holen vorher. Dann kann ich das machen. Also, wenn mir einer helfen möchte, für die Bücherregale brauchen wir auch ganz viel Holz, ne? Also, ich habe sehr viel. Ja, ich farm Holz, bis du dann da bist, oder? Ja, also, weißt du nicht die genauen Chords vom Portal. Ne? Oder kannst du das irgendwie beschreiben? -2, 1, 8. Kannst du das reinschreiben? Ich muss noch. Ich hab die halbe Bibliothek erst abgebaut. Oh, hi.
Moin. Hier? So. Ich hab die ganzen Logs mal hergeworfen. Oh, ich brauch mehr Essen. Ich geh einfach wieder netter. Hier, nimm Essen. 32, das muss reichen. Okay. So, wartet. Ich mach die Bücherregale rein. Warte, wo sind die? Chat, ich glaube, Souls and Valley gehen ist nicht worth it, oder? Weil was fallen die meisten in die Lava. Ja, es sind in manchen Kisten schon Sachen drinnen. Achso, dann kann ich Ausschlussverfahren. Ja, wir müssten schon überall was drinnen haben, oder? Haben wir beim Rabbit schon was drinnen? Ja, 3 Stück. Okay. Oh ja, dann kann ich gleich zurückgehen, weil dann werden die das eh nicht mehr schaffen, uns einzuholen dort. Das war ein starker. Ich habe 4 drin. Ja, irgendwie zählen unsere Rabbits nicht. Habe ich auch gerade gesehen. Eure Rabbit. Also ja, falsche Kiste vielleicht. Es gibt dort 6 Kisten aus irgendeinem Grund. Schreibt dem Typen, dass das verpackt ist. Dann fixen die das. Ja, das Looting ist so gut, ne? Gastrennen werden wir safe gewinnen. Oh mein Gott, ich kill mit Return to Sender. Zählt das auch? Er hat gedroppt. Ja, ja, es zählt auch, es zählt auch. Oh. 8 drinnen. Das ist so strong, ne? Ich komme mit dir mit zu Bastion. Oh ja, warte, ich habe hier nochmal 2. Also, Fire Charge in der Kiste. Ich habe ihn nicht mitgenommen. Okay, das ist. Ich weiß halt nicht, wie die anderen Teams stehen mit Rabbit, aber ich habe 33 Stück. Muss halt nur gucken, dass du halt dann rechtzeitig zur Kiste kommst, ne? Also auch wenn du die Elytra hast, so nicht, dass das am Ende. Also was jetzt mit Gast drin, Chat? Farmt ihr jemand mit Elytra? Ich habe 9 Stück und wir haben schon 2 in der Kiste. Farmt ihr irgendwer mit Elytra oder ist das Bullshit-Call gewesen? Okay, also Rich ist auch Gastränen am Farmen, die haben 20. Schreibt jemand. Also ich weiß nicht, ob es stimmt. Das ist absoluter Bullshit, glaube ich. Ich farm die mit Looting 3 und ich habe 11. Kann nicht sein, dass er 20 hat. Weiß nicht, ob das deiner ist. Ich glaube nicht. Also ich bin das jetzt mit Rich ist trash. Okay. Ich bin in Richtung Süden gelaufen. In Richtung Süden. Ja, warte, ich muss die Trainer looten, die ich hier gerade von dem bekommen habe. Richtung Süden nach oben von der Bastion. Sag einfach kurz. 170, 255. Ich nehme jetzt ein Bett mit in die Mine. Dann kann ich immer sofort pennen. 15. Wir haben noch 19 Minuten. Ich relog nochmal. Das funktioniert halt mit dem Relog. Das ist direkt dann gespawnt. Jetzt musst du nur hier über das Land kommen. Nicht in der Lava, Kollege. Das sieht nach 3 aus. Das waren 4. Oh mein Gott. Mach keinen Scheiß jetzt, Kollege. Ehre. 23. Let's go. Wir schreiben alle rein, dass Captain Sparkles einen Stack Tears hat. Das ist einfach impossible. Da muss jeder der Gast, den er getötet hat, bisher 5 Tears gedroppt haben. Ah, hier. Ein Stack Tears sind 16. Sind die nur... Kann man die nur... Nein, das ist Bullshit. Ich hab 24. So, jetzt hab ich 26. Jetzt hat er auch einen Stack Widerköpfe. Der ist echt insane. Wo sind die Gast drinnen? Hier. Ich habe auch nochmal Dias gefunden. Ich baue die mal jetzt selber ab. Ja, ich habe jetzt noch. Achso, du hast Dias gefunden. Oh, her damit. Ja, ich habe sie jetzt abgebaut. Du musst sofort drauf, was dran passiert. Deswegen, ich muss ja hoch. Ich darf es nicht mehr. Schnell, es geht. Das ist nur 1 Minute. Ich habe, glaube ich, nicht mehr das Glück, dass ich noch welche finde. Ja, ein Team vor uns hat 37. Wenn du die bringst, dann schaffen wir das, ne? Dann überholen wir die nochmal. Ja, 1:30. Ja, wir sind aber in 2 Kategorien Platz 2 geworden. Das ist ja nicht schlecht, oder? Wir hätten in den anderen Kategorien nicht so tief sein dürfen. Wo sind Dias? Wo sind Dias? Ganz links, ganz links, 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 links. Ja. 43. Shit, Junge. 1 minute remaining. 6. Was ist das hier? Das ist Rabbit. Ich sehe nicht alle Platzierungen. Das ist normal. Ich habe so viele Fire Charges gekriegt. Mit Blaze Rods. Ja, einfach gecraftet. Ah, okay. Alle Bücher waren voll Katastrophe. Aber El Richard wahrscheinlich schaut, die haben wahrscheinlich denselben Stronghold gehabt wie wir. Alle, die so um die 270 haben, werden wahrscheinlich denselben gehabt haben. Und die mit 400 haben halt einen anderen mit Double Lap. Ja, es passt halt perfekt. Wenn du bei uns draufrechnest, kommst du auf 460. Also, Impuls wird halt einfach das mit Dings haben. El Richard ärgert sich aber sicher, dem einen Bücher halt weniger. Und Dritter wäre strong. Who won our second Minecraft? I almost said annual. Second Minecraft Twitch Rivals achievement hunt here we had. It was pretty special, but Team Elrich still comes out on top. It was a close battle down to the end. Es hat legit nur das Resource Race gedroht, schau dir das an. Also ich glaube, hätten wir bei den Büchern und so mehr gehabt, wir hätten Chancen gehabt, auch so Richtung Platz 1 zu kommen. Ja. Ich hätte aber keinen Plan, wie ich jetzt über 100 Dias zusammen hätte kriegen sollen. Ja, ich glaube, die haben halt schon gefarmt, weil sie halt die anderen Achievements nicht mehr bekommen hätten damals noch. Wenn wir, schau, das Ding ist, pass auf. Ich habe 1 Stunde nach einer Festung gesucht, habe keine gefunden, dann komme ich rein und sterbe. Wenn das nicht passiert wäre, sondern wir instant eine Festung im Spawn gehabt hätten, dann hätten wir 1 Stunde Zeit gehabt. Real Talk, aber so darf man es auch nicht sehen. Weil ganz ehrlich, zum Beispiel wäre ich jetzt einfach nicht diese 10 Blöcke noch weiter getravelt, hätte ich jetzt einfach auch nicht den OP-God dafür gefunden oder so. So darf man es jetzt nicht sehen. Das ist ja, eine gute insgesamte Leistung. Es war jetzt nicht knapp, sodass jetzt irgendwie ein Punkt gefehlt hätte, sondern so 20, 30. 3750 kriegen wir. Ja. Das ist fast dasselbe wie letztes Mal.